Jo Leute, willkommen zum zweiten Part. Willkommen, hallo. Willkommen zum zweiten Part, Digga. Hallo. Zweite Part, Digga. Oh mein Gott. Junge, halt deine scheiß Fresse jetzt. Halt's mal. Willkommen zum zweiten Part von der Forest. Alter, im zweiten Part von Digga. Im zweiten Part, Junge. Danke, dass du so nett bist. So, halt deine scheiß Fresse. Hier ist Johannes Putin, Digga. Putin. Junge, auf jeden Fall nicht abonnieren, Digga. Halt deine Fresse, du dummes Scheiße. Komm her, du Stück Wichser. Hör mal auf, Digga. Ich schwör, sonst brech ich ab, Digga, mit dir. Sonst tue ich dich einfach ertränken. Ja, mach doch. Komm du also, mach. Also Leute, wir sind hier gerade dabei, irgendwie durch diese scheiß Nacht zu kommen, weil dieser Johannes Putin zu dumm war, einfach direkt dieses Drecksschiff zu suchen. Nö. Du machst Lügenstory. Das war doch so, dass unser Vermieter uns rausgeschmissen hat. Weil wir die Nacht durchgezockt haben, jetzt sind wir einfach so müde vom Zocken und sind ohne Bude, Digga, ne? Jetzt wurden wir einfach rausgeschmissen, Digga. Und im ersten Part hat es auch irgendwas mit 9-11 Zeug zu tun, weiß ich auch nicht. Jetzt sind wir irgendwie ins World Trade Center reingeflogen. Da wollten wir einfach hier, Digga, wegfliegen von diesem Scheißort und ein neues Leben anfangen und. Ja, und irgendwie habe ich das Flugzeug dann geklaut und bin ins World Trade Center reingeflogen. Also, Digga, es wäre Tag, jetzt können wir zauhen. Nach dem Ach, schöner Ziel. Tag, Digga. Digga, pack dein Feuerzeug weg. Das ist Ressourcenverschwendung. Und ich trinke ja auch keine Milch, Digga. Ich trinke nicht Milch pur. Trinke ich nicht. Alter, ich hab voll Durst, das Digga. Das sind drei direkt vor uns. Vier. Ja, Digga, aber ich hab Durst. Ich auch. Hab was getrunken. Alter, lass einfach... Undercover, Digga, müssen die Trovatos. Ich bin gerade nicht da. Ich lauf einfach hier so am Rand, Digga, die können mir da nichts. Weil die können ja nicht schwimmen, die Opfer. Die können nicht schwimmen, die scheiß Opfer. Die können einfach nicht schwimmen. Diese Opfer. Da hätten sie mal Seepferdchen machen sollen, Digga. Hätten sie mal Seepferdchen machen müssen, sagst du. Ich bin übrigens auch Kannibale. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Also, Digga. Digga, ich flüchte auf Johannes Island, ich flüchte auf die Insel. Echt? Ja, kommst du mit auf die Insel? Auf die Insel? Das ist jetzt Johannes Island. Ich bin doch auf der Insel schon. Ja, nicht auf der richtigen. Ja, Digga. Die Insel ist mir ein bisschen zu Zeit. Du bist ich muss doch zu dir. Nein, die Insel ist die Scheiße. Nein, die ist schön, die Insel. Die gefällt mir. Ja. Ja, dann komm, Blasman. Bevor du reinkommst, Blasman. Blasman. So, Digga. Ah, das fühlt sich so gut an. Bück dich. Wirklich, ja, was mein. Du hast einen schönen Frauen. Pra, Digga, jetzt ist die Frage, Digga, wo wir lang gehen. Ja, direkt zu unserem Kumpels. Ob das so eine gute Idee ist? Ja. Weil. Die mögen uns nicht so, unsere Freunde. Ja, die schreien uns an. Ich glaube, die machen Kontaktabbruch mit uns. Die haben keinen Bock mehr auf uns, Digga. Die machen Clickbait. Alter, hier ist einfach Koffer. Ja. Keine Ahnung, ob das in meiner Nähe ist, Lan. Hinter dir, direkt hinter dir. Digga, das ist so ein kleines Baby, was so macht. Ich glaube, die haben hier gefickt. Die Kannibalen. Du Spaß, Digga. Hier ist es schön. Digga, lass mal das scheiß Schiff verzuchen. Da bei dem Ufer sind jetzt wieder keine, da können wir wieder hingehen.
Da ist es sicher. Pra, pra, pra. Flamme 259. Pra, pra, Flamme 259, pra, pra. Larsinator war mal cool. Jetzt. Bitte schau mein Video dann auch mit Larsinator an, dann sieht er das. Fick dich, Larsinator. Oh, war das, soll ich das Video jetzt einfach ansagen? Ansage gegen Larsinator. Ansage gegen Larsinator 69. Alter, es kommt ja ein zweiter Teil zu The Forest raus, gell? Der Inzest? Ja, der Inzest. Ich soll ja auch Sims 5 oder ein Multiplayer sein. Sims 5 kommt ja morgen raus, oder? Nö, das kommt gestern raus. Ah, gestern kommt es raus. Ja. Ah, moin! Trick, Trick und Track oder was? Hi Leute, hier ist wieder eure Dagi Bee. Was schreist du so, du Opfer? Ja, halt deine Fresse, drei sind hinter mir. Trick und Track. Digga, da ist einfach der Abgrund. Da gehörst du eigentlich rein, Digga. Da gehörst du eigentlich Ja, du hilfst mir, reingeschmissen. die drei Wichser sind in der Nähe, was wollen die? Ja, das hast du dir selbst eingefädelt. Nein. Du wolltest es ja so. Hilfe, die Trovatus, Privatdetektive brauche ich jetzt, sie müssen mir helfen. Die Trovatot. Komm her, komm her, ich Pra, schwör, pra, komm her, ich schwör. Bruder, Maschallah! Bist du Ausländer? Warum? Junge, Digga, wo? Digga, du bist ja noch 500 Kilometer weg? Ja, weil ich nicht weiterkomme, ich bin umzingelt. Ja, egal, egal, die machen nichts. Sie sind lieben und liebenswert. Ah, super, jetzt gehen die auch zu mir, klasse. Das hat man davon, wenn man versucht, dir helfen zu kommen. Die sind ja voll nett und freundlich. Sind es unsere Plans? Ja, das sind unsere Freunde. Die mögen uns. Alter, Leute, macht mal Abstimmung hier, Digga. Wollt ihr für die Let's Plays hier einfach auf den Kanal, so dies, das, oder einen zweiten Kanal, so Ja, für Let's genau. Plays? Dieser Meinung bin ich auch. Ja, Digga. Ja, Könnt ja. ihr ja mal schreiben, so. Ja, könnt ihr echt machen. Ja. Also ich bin der gleichen Meinung. Und wenn ihr Verstehe Johannes voll. Putin abonniert habt, könnt ihr ihn auch direkt deabonnieren. Digga, dein Kanal ist gleich mal nicht verlinkt. Spaß. Du bist doch meine Freundin, Digga. Mein Digga, Eins und alles. sonst hätte ich mir jetzt Schluss gemacht, wenn du mich nicht verlinkt hättest. Juck Weil du mich bist nicht, ja juck so ein mich. großer YouTube-Star und da möchte ich natürlich den Tag. Fame, Digga. Ich hab dich gepusht. Möchte ich direkt Push bekommen von dir. Du hast ja schon voll viel Abonnenten und so. Ein Hase. Alter, ich hab Hunger wieder dann. Was ist das? Und Durst, hab ich auch Pizzen. Ich hab Hunger und Durst und sterbe gleich. Echt? Alter, hier Wenn du können wir mal. einfach, hier gibt's einfach Blätter und so, dann. Wie krass ist das? Kamaron frisch nicht essen. Hä? Kamaron Fisch nicht essen. Nein, Digga. Wie dumm es ist. Man kann auch so rohen Fisch essen in real life. Kann man, muss man aber nicht. Muss man nicht. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Raus mit der Viecher. Was mit den Viecher? Komm, geh raus meiner Leitung, geh raus, du Birne. Digga, mein Charakter stöhnt gerade immer so. Alter. Ja, du hast den Conora-Virus, du bist Asiat. Hast du? Echte. Ich muss dich jetzt töten, tut mir leid, du hast den Conora-Virus. Digga. Ja. Aber das ist doch was Gutes, wenn man den Es gibt Conora-Virus nichts hat. Gutes, außer du blutest. Ja.
Du Spaß, Digga. Ein bisschen Spaß darf sein, aber mein Schwanz ist zu klein. Ah, ich hab aber so Riegel, hab ich einen gerade gegessen. Kinderriegel? Ja, Digga, Kinderriegel. Ich habe Coca-Cola getrunken, kein Product Placement. Alter, Coca-Cola. Da war mal Koks drin, jetzt ist es nicht mehr. Wow, zierter Zock. Ich habe kein Boobs-Mauspad, wo ich gerade meine Hand drauf habe. Nein. Alter, wir haben schon 5 oder 10 Minuten aufgenommen. Alter. 23.15 Uhr haben angefangen, jetzt haben wir schon 20, Digga. Junge. Krass. Krass, krass, Digga. Heftiger Scheiß. Herbstig. Der Pfortest. Der Pfortest. Der Inzest. Alter, Digga, bleib Junge, mal stehen. Ich muss eine Ansage machen. Komm mal, ich muss. Du bist scheiße. Digga, du bist mir zu illegal. Hör auf, ich sterbe jetzt gerade, du Wichser. Ja, ich auch, Digga. Dann lass es einfach mal sein, Digga. Meine Figur sieht jetzt schon schwarz-weiß. Digga, ich bin zurück in der Zeit gereist. Die Farbe wurde nicht auf. Echt? Damals war die Farbe ja noch nicht auf erfunden bei den Schwarz-Weiß-Fotos. Müsst ihr wissen, ne? Es gab noch keine Farbe. Die musste erst erfunden. Und so, verstehst du? Echt, Digga? Ja. Alter. Wo bist du? Ich schlage hier gerade so Dinger kaputt und bekommt Tücke und. Und. Digga, Blähte. Wenn du mich doch willst, hättest du mich auch einfach fragen können. Ich habe einen in der Hose. Echt? Der ist aber nicht so groß. Wie groß ist er denn? Hä, wo bist du 0,01 überhaupt? Millimeter. Du bist weg. Ich mache ehrliche Arbeit. Ich mache Holzfäller leer. Jetzt sehe ich dich ich wieder. Ich sage das. Ich und mein Holz. Nicht um mein Holz. Das Holz ist vielseitig. Ich und Alter, mein, was ich war und das? Gott, hast du das auch gehört? Ja, ich habe einen Baum mit Holz. Digga, ich habe eine neue Freundin. Hier. Ja, Digga, komm mal. Tschüss, Holzfreundin. Alter, irgendwo muss das Scheißmeer doch sein. Das Meer ist da, wo dein Herz ist. Echt? Das ist aber süß von dir. Sag doch mal unseren Freunden, unseren Zuschauern, unseren Ducky-Bienchen, wann wir uns. Hallo Leute, hier ist wieder eure Ducky! Hier ist wieder eure Doggy-Bienchen. Hier ist wieder eure Katja! Heute ist wieder eure Doggy-Bienchen am Start. Ich nehme jetzt 2 Schwänze am. Ich habe vergiftete Pilze gegessen, auf Versehen. Scheiße. Hä? Ja, das ist doch gut. Ja? Vergiftet ist immer ein gutes Zeichen. Digga, ich bin zurück in die Zeit gereist. Farbe wurde noch nicht. Pra, pra, pra. Sind da welche? Sind da welche? Sind da welche? Digga, an so alten Filmen, wo früher es in Zeit spielt, verstehe ich immer nicht, warum die Filme in Farbe so machen. Es gab doch damals keine Farbe, oder? Nein, die wurde ja erst noch erfunden, die Farbe. Ja. Früher war die ganze Welt schwarz-weiß. Digga, ja. Das wissen viele nicht. Alter. Digga, jetzt kommt schon das Wetter raus. Wir sind gerade einfach nur verfickt im Kreis gelaufen, wie so Spasten. Sonst einfach gar nichts. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, ich leck dich jetzt, dein Arschloch bra, aus. Bra. Bück dich, ich leck dir deinen Arschloch aus. Ne? Wir sind jetzt einfach verfickt nochmal immer noch der Suche nach diesem scheiß Schiff, Digga. Was ist denn ein Schiff eigentlich? Ja, Boot, Digga, es ist ja kein richtiges Schiff. Ja, ich hab mich. Ist nicht so, dass wir beide dumm sind und uns immer ver. Ist nicht so, dass wir jetzt zum dritten Mal oder so schon im Kreis gelaufen sind. Und dass ich dich nicht finde, nein. Ah, jetzt finde ich dich wieder. Hi, Mama! Hallo, Sohn! Hallo, Süßer! Ich bin deine Tochter, bist du dumm? Ja, Entschuldigung. Bist du dumm? Sagst du Sohn? Ich hörte doch meine Stimme, die erbärmlich. Denkst du, ich merke mir sowas?
Digga, bist du nicht eigentlich mein Vater und nicht meine Mutter? Habe ich mich nicht vertan? Digga, ich schwöre das, du bist mir ein bisschen zu männlich für eine. Echt, Digga? Digga, ich springe jetzt einfach runter, juckt mich nicht. Juckt dich nicht. Siehst du Gangster, juckt mich nicht. Alter, Digga. Du bist mir ein bisschen zu illegal. Lass Kontaktabbruch. Ich brauch ein bisschen Abstand. Digga, ich muss sagen, lass ein bisschen Abstand, du bist mir zu illegal. Ja, verständlich, Digga, verständlich. Wo bist denn du? Ah. Wir können ja ein bisschen. Nein, hier. Wo ist er? Hä? Wir können ja ein bisschen Blätter und so auch schon mal sammeln, falls wir sie Warte, wieder nicht finden für heute Speer Abend. Ich hab verloren, ich hab den geworfen. Ja, echt, dann macht ihr halt einen neuen. Na, das war ein guter Speer. Echt? Siehst du den hier? Hm. Pra, 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 Digga. Wenn du so schlau bist und ihn wegschmeißen tust. Ja, ja, ist so schlau. Hier in der Gegend ist er. Echt? Da musst du hast ihn jetzt eingesammelt oder du hast zwei. Nein, man kann keine zwei haben. Mhm, kann man nicht. Hast du ihn gefunden? Mhm. Ich stand hier und hab mich hier hingeworfen. Hab ihn nicht gelb gefunden. Hab ich jetzt auch keine Zeit dafür. Den finde ich schon wieder. Ja klar, Digga, easy. Vielleicht ist das auf der anderen gefunden. Seite des... Echt? Vielleicht ist das mehr auf der anderen Seite. Und wir sind einfach die ganze Zeit auf der falschen Seite. Weil wir die Tombs sind. Wollen wir uns ein Larkabfeuer machen und uns nochmal einen schönen Fies machen? Können wir uns dann Fisten? Anales Fisten? Saft des Esels. Der Saft des Esels. Ist Japan und China nicht eigentlich das gleiche? Ja, Japan ist die Hauptstadt von Deutschland. Echt? Ja. Habe ich mir schon gedacht, Digga. Anales Fisten. Ich habe einfach einen Fuß reingemacht. Ich habe einfach einen Kopf. High five! Schau mal zu mir, Digga. Ja, ja, Digga. Hast du? Hör auf! Nein! Hör auf! Nein! Gib mir! Alter, du kannst den Fuß essen jetzt, guck. Ja, gib mir mal die Hand, Digga. Ja, nimm das doch! Spaß, Digga. Jetzt ess mal den Fuß, Digga. Das ist gesund. Ja, safe. Du hast auch gar nicht gehustet gerade. So kriegt man Coronavirus, oder? Ja, ich glaube schon, Mann. Vielleicht hast du ihn ja jetzt. Die haben den ja eh bekommen, weil die irgendwie so Fledermaus gegessen haben oder so. Echt, Digga? Ja, das hat sich durch Essen von Fledermäusen verbreitet. Und was essen die noch? Katzen, Hunde, jetzt so normal? Ja, wundert mich nicht, Digga. Ist doch eher normal, Digga. Hä? Dadurch wundert mich, Digga, wundert mich. Teilweise ist er auch umgekocht, dadurch entsteht kein Virus. Hafa, Mann, das ist doch gesund, Digga. Solche Dinge wie Äpfel oder so komisches Zeug, Digga. Ich esse jetzt keinen Arm. Nein, Digga, aber. Wäre ja voll krank. Ja. Grüße, Shoutout an Larsinator TV. Larsinator, bester YouTuber, Digga, Alter. Unbedingt abchecken. Der macht Musik, Digga, da. Puh. Oh, ich hab jedes Wort verstanden. Null Autotune, der letzte Track. Die Ansage an Flamme 259. Der Mann, Digga, der hat eine Stimme, da träumen manche. Digga, da so träumen welche davon, Digga, Alter. Ich pack sein Gesicht ins Thumbnail, das ist jetzt mein Gesichtsmensch der Woche. Der Gesichtsmensch der Woche, ja? Ja, Digga. 5 Minuten oder so, tu ich ein paar beenden, dann haben wir schon wieder 20 Minuten. Pra, pra, pra.
So um den Dreh haben wir dann wieder, Digga. Ich hab doch den Timer laufen, Digga. Und? 19 Minuten jetzt dann gleich. Digga, ich lade heute eins hoch, also morgen eins hoch, um 2. Wir Dann am laden einfach Montag. immer um die gleiche Zeit ein, so, Digga. Ich lade heute alle Videos hoch. Aber Mit 12 ist keine gute Zeiteinstellung. Zeit. Nein, nein, Um aber 12 mit haben die Zeit. meisten noch Schule, Arbeit, dies, Ja, das, es wird Digga. 14 Uhr. Ah, war so 16 Uhr. Oder 14 Uhr. Ich tue jetzt alles hochladen, aber mit Zeiteinstellung. So verstehst du, weil ich bin jetzt Ja, im Bett. Digga, klar, so mache ich's auch. Alter, ich hab schon mal das Meer gefunden. Jetzt müssen wir einfach nur dem Meer die ganze Zeit folgen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Leute, Digga. Wir haben einen Fortschritt gemacht und damit würde ich sagen, beenden wir den Part. In der nächsten Also Leute, Folge machen wir uns weiter auf küsst ihr mir dies. uns? Warte, ich stelle jetzt die Frage der nächsten. Wird es Digga. geschehen, dass ich und Sharon in der nächsten Folge ein Kind zeugen? Ja, Wird es Digga. geschehen? Du hast einfach ein rotes Auge. Oh mein Gott, jetzt Schreibt hast es du in die kein Gesicht. Kommentare und in der nächsten Folge geht es dann auch weiter auf der Wird Lars Suche. Sinator kein Gesichtsmensch mehr sein? Wer weiß, wer Auf weiß? der Suche nach dem Boot, Digga, werden wir es in der Bauer nächsten sucht Folge Frau, schaffen. Bauer sucht Frau. Also Bauer Leute, sucht Digga, haut rein, Bye bye Digga. Bye und bye und peace. peace.